Hallo, heute gibt es schon die Favoriten vom Monat April. Ja, April ist schon rum. Und das Wetter ist irgendwie immer noch nicht ganz so gut, wie ich es mir wünschen würde. Aber der Frühling kommt auf jeden Fall bald. Und ich wollte auch sowas, so ein Frühlings-Must-Haves-Video oder sowas drehen. Schreib mir mal gerne, ob dich sowas interessieren würde. Aber heute geht es um die Favoriten in diesem Monat. Und es sind wirklich ein paar richtig tolle Sachen dabei. Und das erste, das habe ich schon mal gezeigt. Das ist nämlich diese W7-Palette in the Mood. Das hatte ich in meinem Dupes-Video gezeigt, und zwar ist es ja ein sehr gutes Dupe zur Naked Basics Palette von Urban Decay. Die ist natürlich um einiges günstiger, hat aber so dieselben Farbnuancen, also nur diese erste Farbe ist so ein bisschen mit Schimmer drin und der Rest ist matt gehalten. Sehr natürliche Palette, also auf jeden Fall für den natürlichen Look. Was Dramatisches kann man jetzt nicht unbedingt damit zaubern, es sei denn, man schattiert sehr viel mit dem Schwarz hier. Aber ich mag die wirklich sehr gerne. Also falls du solche Farben suchst, dann schau dir auf jeden Fall mal diese Palette an. Sie gibt es aber leider nur im Internet zu bestellen, also so in der Drogerie kann man die leider nicht kaufen. Das nächste aber, das kann man in der Drogerie kaufen, das ist nämlich von L'Oréal das sanfte Reinigungsöl. Das war ja ein perfekter Übergang. Ja, sehr gut, Nancy. Und zwar, ja, habe ich das, wie man sieht, schon gut benutzt, was aber auch daran liegt, dass ich immer ziemlich viel davon nehme pro einmal Gesicht reinigen. Das ist so ein typisches normales Make-up-Entfernungsöl, was ich auch von The Body Shop zum Beispiel benutze oder von Rival de Loup, da gibt es auch sowas. Davon nehme ich immer circa 5 Pumpstöße. Also ich mag das wirklich, wenn die Hand voller Öl ist und ich mir das dann komplett im Gesicht verteilen kann. Und dann geht auch wirklich alles weg, restlos. Und ich meine auch wasserfestes Augen-Make-up. Ich trage ja immer wasserfeste Mascara und auch die kriege ich komplett damit weg. Es gibt viele, die benutzen sowas nicht am Auge. Ich mache das. Also ich vertrage das ganz gut. Es brennt nicht, es zieht nicht, es reinigt sehr, sehr gut und sanft. Von daher sehe ich da eigentlich persönlich kein Problem, das auch am Auge zu verwenden. Und ja, danach ist die Haut schön sauber. Man kann sich das komplett mit dem Wasser abwaschen, ohne dass ein Rückstand zurückbleibt an Öl. Aber es ist ja ein Reinigungsprodukt und da funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich kann das wirklich empfehlen. Dann das nächste ist Gesichtspflege. Ja, nach der Reinigung kommt dann die Pflege. Das ist die Sebamed-Creme mit 2% Vitamin E. Es gibt ja noch eine andere Gesichtscreme von Sebamed. Das war diese Urea-Creme, die ich auch schon erwähnt hatte, die bei mir so ein bisschen gebrannt hat und auch nicht so diesen Feuchtigkeitskick gegeben hat. Die hier ist auf jeden Fall nochmal pflegender. Also ich komme mit der sehr, sehr gut klar. Ich finde, von der Konsistenz her ist sie auch schon so ein bisschen anders, nochmal ein bisschen cremiger. Und ja, ich mag die sehr gerne. Ich benutze sie im letzten Schritt als ja, Versiegelung quasi. Und für abends gerade ist das wirklich sehr wohltuend. Und wenn ich am Morgen aufwache, ist die Haut immer noch, ja, immer noch sehr zart. Und das habe ich bei den wenigsten Cremes, denn meistens ist am Morgen dann doch wieder alles weg und ein bisschen ausgetrocknet. Aber bei der hier ist das sehr gut, natürlich auch wieder in Kombination mit anderen Produkten. Dann habe ich etwas für die Haare, nämlich von L'Oréal El Vital, diesen Schaumfestiger. Das ist den ich im Moment am allerliebsten benutze, heute auch wieder. Bei dem finde ich das ganz toll, dass er die Haare überhaupt nicht beschwert. Also normalerweise, egal was für ein Styling-Produkt oder Pflegeprodukt ich mir in die Haare mache, irgendwas bewirkt es immer in meinem Haar, dass es schwerer wird und dann hängt es sehr schnell. Aber das hier ist wirklich ganz leicht und ich gebe mir davon. Oh. Aber ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also eigentlich benutze ich sogar ziemlich viel davon. Ich nehme wirklich so eine komplette Handvoll und dann verteile ich mir das so am Ansatz. Und trotzdem beschwert es die Haare nicht. Es macht Volumen, man muss sich das natürlich auch so ein bisschen hochföhnen. Aber dann sieht das echt toll aus und das hält dann auch, bis ich mir die Haare wieder beim nächsten Mal wasche. Und von daher ist das wirklich etwas, das ich im Moment sehr, sehr gerne benutze für meine Haare. Dann ein kleiner Helfer und zwar für die Augenbrauen. Ich zeige ja sehr selten Pinsel, die ich gerne mag, aber der hier hat es auf jeden Fall verdient. Das ist nämlich einer von Ebelin. Und bei Ebelin, ja, tue ich mich so ein bisschen schwer mit Pinseln. Da gefallen sie mir eigentlich alle nicht so sehr. Aber der hier ist echt top. Der hat nämlich hier so einen Aufsatz noch dran und den kann man abmachen. Und dann hat man hier diesen, um einfach Puder auf die Augenbrauen aufzutragen. Und wenn man das hier wieder dran macht, dann hat man diesen kleinen Kamm, mit dem man sich das durchbürsten kann. Alles, was man für die Augenbrauen braucht, ist quasi hier in diesem einen Stift drin und diese Seite mit diesem Kamm für die Wimpern, die benutze ich eigentlich nie. Also ich weiß nicht,
Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand diese Seite benutzt immer. Also ich habe das immer nie verstanden. Das bewirkt bei mir auch irgendwie immer nichts. Das nächste ist eine Foundation bzw. eine CC-Cream. Die habe ich eigentlich auch schon ein paar Mal gezeigt, aber in den letzten Monaten glaube ich nicht mehr so, weil sie mir von der Farbe nicht mehr so gut gepasst hatte. Das ist nämlich die CC-Cream von Max Factor. Und jetzt habe ich sie wieder rausgekramt, weil ich auch wieder ein bisschen was Dunkleres auf dem Gesicht gebraucht habe. Und was soll ich sagen? Also ich habe jetzt wieder gemerkt, wie toll die eigentlich ist, weil sie sich wirklich komplett gar nicht auf diese ganzen trockenen Stellen absetzt, sondern sie glättet sogar die, habe ich so das Gefühl. Also es sieht wirklich komplett schön aus, wenn ich diese Creme hier benutze. Alles ist ebenmäßig. Sie ist auch sehr angenehm auf der Haut und trocknet überhaupt nicht aus. Also ich merke das wirklich so auch über den Tag hinweg, wenn ich am Abend nochmal in den Spiegel schaue, dann sieht das alles einfach noch sehr frisch aus, als hätte ich sie gerade erst aufgetragen. Und ich glaube, das gibt es sehr, sehr selten, gerade wenn man so, ja, trockene Haut hat wie ich, dann ist das wirklich sehr schwierig, so ein Produkt zu finden, das so schön aussieht auf der Haut. Von daher kann ich das sehr empfehlen. Ich habe hier die Farbe 75 und die passt mir im Moment, naja, also nicht ganz, aber so fast. Dann das nächste ist ein Serum, nämlich von The Body Shop das Vitamin E Serum. Das habe ich in letzter Zeit auch sehr viel benutzt, gerade so mit diesem Hyaluron-Booster von Balea, auch mal abwechselnd, je nachdem, was ich so meine zu brauchen für die Haut. Und den finde ich auch wirklich gut. Also von den Inhaltsstoffen her habe ich mal geschaut, sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Also da ist auf jeden Fall kein Alkohol drin, soweit ich mit meinem Laienverstand das so sehen kann. Und ich habe das auch wirklich sehr gut vertragen. Und deshalb werde ich das auch weiterhin verwenden. Dann das nächste ist auch wieder was für die Gesichtspflege, nämlich von Rival de Loop, dieses Intensivserum. Das ist auch nochmal so ein Feuchtigkeitsserum und ich bin ja im Moment wirklich so auf dem Hautpflegetrip. Das ist aber nicht so zu vergleichen mit dem Hyaluron-Booster oder mit dem Vitamin-E-Serum, sondern das ist wirklich so ein bisschen öliger noch. Also das ist auch ein bisschen dicklicher. Vielleicht sieht man das, wenn ich das so ein bisschen bewege, dass diese Flüssigkeit einfach so dicklicher ist. Lässt sich aber wirklich toll verteilen. Aber ich muss dazu sagen, dass die Gesichtspflege, die ich im Moment ja mache, dass die schon sehr reichhaltig ist. Und dass es danach schon auch so ein bisschen klebrig wird auf der Haut. Was mir aber im Moment nichts ausmacht, weil ich schon dadurch auch das Gefühl habe, ich kriege sehr viel, dass die Haut sich eben regenerieren kann und dass sie sich vollsaugen kann mit guten Sachen. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Also das kann ich wirklich empfehlen. Also von Rival de Loop war also auch gar nicht mal so teuer. Dann das nächste ist, ja, es ist Retinol. Also es ist von Paula's Choice. Es gab ja diese Glamour Shopping Week, da gab es ein paar Prozente bei Paula's Choice und da habe ich gedacht, ich probiere mal was aus. Von Retinol habe ich vorher schon so ein bisschen was gelesen. Zu Retinol kann ich kurz sagen, also das hat ja die Wirkung, dass es der Haut vorgaukelt, es wäre kaputt und müsste sich regenerieren, müsste sich erneuern. Was die Haut ja kann, denn sie heilt sich ja immer selbst, wenn sie mal irgendwo kaputt geht. Und wenn man das denn regelmäßig verwendet, sollen sogar Pigmentflecken weggehen oder auch ganz leichte Trockenheitsfältchen sollen weggehen. Ganz tiefe Falten natürlich dann nicht mehr, aber es soll tatsächlich verjüngern. Also man soll komplett jünger aussehen. Und ich habe das erst auch selbst nur so gelesen und auch nicht ganz geglaubt, weil viele dann berichtet hatten, ja, sie sind dann aufgewacht am nächsten Morgen und haben so toll ausgesehen wie noch nie. Und es hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Deshalb habe ich mir erstmal nur diese Testgröße bestellt. Das ist auch, glaube ich, die geringste Dosis an Retinol. Da gibt es nämlich verschiedene Abstufungen. Und ich habe das ausgetestet und tatsächlich, also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe das am Abend einfach mit einem Pumpstoß auf das Gesicht verteilt. Ich habe erstmal die Augenpartie noch ausgelassen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das vertrage. Und am nächsten Morgen war das wirklich so, dass die Haut sich ganz, ganz weich, ganz sanft angefühlt hat. So wie Babyhaut würde ich das beschreiben. Sie war weder trocken, sie war auch nicht fettig, sie hat nicht geglänzt, sondern sie war einfach top gesund. So hatte ich das Gefühl. Ich habe es bisher aber noch nicht sehr oft verwendet, sondern um genau zu sein, nur zweimal. Es gibt ja auch sehr viel Diskussion darüber, ob das jetzt wirklich so gut ist für die Haut oder nicht. Also da möchte ich mich noch so ein bisschen mehr informieren, bevor ich das wirklich regelmäßig anwende. Vor allen Dingen, weil ich ja auch noch das AHA und BHA verwende. Da muss ich sowieso mal schauen, wie ich das so abwechselnd mache oder ja.
von der Dosierung her muss man ein bisschen schauen, bevor ich meiner Haut doch zu viel zumute. Dann das nächste ist ein Gesichtswasser, nämlich von Garnier, das neue Micellenwasser. Damit bin ich wirklich sehr zufrieden, weil es schön sanft ist zur Haut und auch so ja die letzten Reste nochmal wegnimmt. Obwohl manche das ja als Make-up-Entferner komplett benutzen und andere wieder nur als Gesichtswasser. Also ich verwende es als letzten Schritt vor der Pflege und da funktioniert das wirklich einwandfrei und ich bin begeistert. Also ich mag das wirklich gerne und seitdem habe ich auch nicht mehr an das vom Bioderma gedacht. Und das war es auch schon. So ein paar Produkte, ein paar neue Sachen, glaube ich, habe ich auch heute gezeigt. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, was du vor allen Dingen von Retinol hältst, ob du das auch schon selbst anwendest, ob du dich schon ein bisschen informiert hast und allgemein. Und dann verlinke ich natürlich noch meine beiden letzten Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.